Hi, mein Name ist Michael, ich bin 29 Jahre jung, komme aus Köln und arbeite seit 4 Jahren selbstständig als Mediengestalter Bild und Ton. In diesem kleinen Showreel möchte ich euch zeigen, wer ich bin und was ich alles schon so gemacht habe. Vor meiner Selbstständigkeit habe ich bereits eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht, eine zum GTA für Medien und Kommunikation, habe mein Abitur nachgeholt, was aber irgendwie auch keinen interessiert, und ich habe das Leben eines YouTube-Stars von Anfang bis Ende durchgespielt. Als ich 2018 meine letzte Ausbildung beendet habe, war eine Selbstständigkeit zunächst noch gar nicht geplant. Ich habe erst einmal einen langen Roadtrip durch die USA unternommen. Und schon in dieser Zeit erreicht mich aufgrund von Empfehlungen immer mehr Anfragen von Unternehmen, für die ich im Anschluss gedreht und geschnitten habe. Unter anderem Kanäle von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, RTL Nitro, Ubisoft, die Botschaft Finnland, die ESL, Rock am Ring sowie diverse YouTuber. 2019 habe ich dann Bastian vom YouTube-Kanal Talerbox erfolgreich an der Börse kennengelernt, für dessen YouTube-Kanal ich dann als Headcutter tätig war. Genau, Michael hat auf dem Kanal YouTube bei mir die letzten 1, 2, 3 Jahre, glaube ich, sind das inzwischen, ja, die Videos gecuttet und hat da einerseits schön, wie ich das immer wollte, nach Strich und Faden gearbeitet, aber hat natürlich auch seine eigenen Gedanken mit einfließen lassen. Und neben Talerbox habe ich natürlich auch noch an vielen anderen Projekten gearbeitet, wie zum Beispiel Worldwide Wohnzimmer. Welche Software beherrscht Michael Sperling? Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, InDesign und Lightroom. Wer sich den Typen nicht kauft, der ist ja, muss ja selten dämlich sein, oder? Wir haben nur sehr gute Erfahrungen mit dem Micha gemacht, mit dem lieben Michael, wie ich ihn den ganzen Tag gerne nenne. Also zuschlagen, bevor er vom Markt ist, oder? Prost. In den letzten 2 Jahren habe ich einen großen Teil meiner Zeit an der Schnittrealisation von Verstehen Sie Spaß und Verstehen Sie Spaß Kids gearbeitet. Dabei konnte ich einerseits im engen Kontakt mit der Redaktion komplizierte Pranks realisieren und andererseits hatte ich viel kreative Freiheit, um Off-Texte und eigene Lösungen zu entwickeln. Außerdem habe ich die Gatzke Media GmbH beim Editing von Podcasts und Aufklärungsformaten für YouTube und TikTok unterstützt. Lustig, oder? Da bin ja ich. Das war jetzt eine ganze Menge Editing. Wie eine Kamera funktioniert, weiß ich aber auch. Denn ich habe auch schon den ein oder anderen VJ-Job für Spin TV und für den WDR hinter mir. Und nun mal Klartext, warum könnte ich der Richtige für euer Unternehmen sein? Erstens, ich bin super motiviert und liebe meinen Job. Am Editing fasziniert mich einfach, dass quasi alles möglich ist und man aus bestehendem Material tolle Geschichten erzählen kann. Zweitens, neben einem Drohnenführerschein bringe ich auch noch einen normalen Führerschein und einen eigenen PKW mit. Das heißt, ich kann nicht nur in meinem Büro von meinem eigenen Schnittplatz aus arbeiten, sondern bin für jede andere Art von Projekt mobil. Und drittens, mit mir habt ihr jemanden, der kommunikativ und lustig ist, aber trotzdem nicht das Wesentliche aus den Augen verliert und seinen Job erfüllt. So, ich hoffe, dieses Video konnte euch einen kleinen Einblick in mein verrücktes Berufsleben geben. Vielleicht arbeiten wir ja in Zukunft mal zusammen. Wenn ihr interessiert seid, meldet euch doch über diese E-Mail-Adresse oder über Instagram. Haut raus!